So, liebe Leute, weiter geht's heute mit der German Sports Series hier bei Drive Club. Schön, dass ihr dabei seid. So, auf geht's. So, haben wir eine erreichte Platzierung in den Top 3, Rundenzeit von 1,13 oder weniger, Durchschnittsgeschwindigkeit von 1,241 und die Meisterschaft mit 20 Punkten abschließen. Naja, schauen wir mal. Das letzte Turnier war ja nicht so Weltklasse. Schade, es sind bestimmte Fahrzeuge noch. Ne? 324, 456. Komm, wir nehmen den Audi. Wir nehmen hier den Audi. So eine schöne Lackierung noch. So, auf geht's. So, zwei Rennen heute. Und schön, dass ihr wieder dabei seid hier mit Drive Club. So, wir machen die RS5 im NMX heute. Ja, mal den Vieren da vorne mal ein bisschen hinterher, damit wir da okay, ich mach das schön zu, mach die Tür schön zu, vergiss es wirklich nicht, das zu überholen. Schön daneben gesetzt, mit dem Mercedes außen auf der Außenbahn kassiert. Der war jetzt nicht das größte Problem. Der BMW ist es auch nicht. Wenn wir uns jetzt aber ein bisschen wegrutschen, dann können wir an dem Mercedes vorbeigehen wieder. Schade, ich war schon mal Zweiter. Die Gase habe ich ganz vorne jetzt, gerade gegen den BMW hier. Der immer noch so ein bisschen gegen mich wehrt. Der sich immer noch gegen mich wehrt, aber jetzt ist er allererst mal das Nachsehen. Runde 2 von 3 sind wir jetzt mittlerweile. Angriff gegen den Audi hier. Gegen den Mercedes, Entschuldigung. Das ist der Mercedes CLA vor uns, den wir ja schon in der vorletzten Folge gewonnen haben. Jetzt ist er vorbei. Jetzt bin ich vorbei. Wir führen mal leider. Das letzte Turnier war nicht so gut. Definitiv nicht. Auch wenn wir ja vorher mal erreicht haben und das Ding gewonnen haben. Aber für mich persönlich war es nicht so gut. Platz 3 sogar nur im letzten Rennen. War nicht so das Tolle. Aber egal, wir führen jetzt ein Rennen an. Und jetzt ist es erstmal da, um sich ein bisschen abzusetzen. Jetzt in die letzte Runde. Immer noch das eine Auto hinter uns. Was ist jetzt gerade ein bisschen ärgern möchte. Auch gut mit der Platzierung in der Zwischenzeit. Also der Vorsprung, gute Sekunde. Es verzeiht halt keine Fehler, ne? Das Spiel. Wenn du brauchst einen großen Fehler, war es das für dich schon eigentlich mehr oder weniger. Da haben wir es in der letzten Turnier zu spielen bekommen. So.
damit haben wir die Aufgabe nicht erledigt. Wir haben 13:05 gefahren, glaube ich, an Zeit. Oder hat das gereicht? Mal gewonnen haben wir. Aber ich glaube nicht, dass es reicht für die Zeit. Ich glaube, die 13:05 steht. 13:08, ernsthaft. Boah, ist das bitter. Ist das bitter. Boah, ist das bitter. Die 13:01 hat mal gefahren. Wir hätten es fast geschafft, ey. Ah, mittlerweile bin ich auch nicht mehr so ganz souverän mit den Zeiten, aber ist egal. Alles ist gut. So, letzte Rennen für heute. So, die ersten zwei jetzt haben wir schon mal kassiert hier vorne. Ach, Platz hier. So, schon vorbei. Kassieren, damit wir rankommen. Glück gehabt, dass wir hier Megadrift gezogen haben, weil wir gerade nur rumkamen. Beide wohl. Vorbei am Audi TT. Und jetzt führen wir diesen letzten Lauf an. Oh nein! Bei den Geschwindigkeiten. Oh, da muss man uns aber richtig davor stellen. Oh, da bin ich aber böse ins Rutschen gekommen. Da war keine Chance mehr, den Wagen zu halten. Aber wir haben es geschafft. Wir haben die Aufgabe geschafft. Jetzt heißt es nur diesen ersten Platz verteidigen und dann haben wir die haben es geschafft. Und dann haben wir bis auf die Zeit. Dann sieht es wieder ein bisschen rosiger aus, was das hier geht. Ah, oder was? Geht's wieder rein? Die haben wir nicht mehr. Ach, das ist eine kalte Falschrennen, kein Rundbusrennen. Yes! Diesmal sieht es wieder deutlich besser aus. 1,2 Sekunden haben wir den Vorsprung. Ach, die war was mit dem TT, die war doch relativ lange mal vorne. Das hier haben wir noch auf Platz 6 gelandet, das muss aber noch ein Fehler drin gewesen. Hat sie aber noch einen dicken Fehler da reingebaut. Naja, soll mir herzlich egal sein. Wir haben es geschafft. Wir haben die German Smart Series
geschafft. Stufe 12 sind wir schon fürs Auto. Wir haben jetzt die T jetzt gewonnen. So! Wir haben jetzt. Was haben wir morgen noch zu erfahren? Was machen wir das denn eigentlich? So. Wir fangen morgen mit den Scotland Open an. Dann die Audi Showdown. Die zwei, drei Rennen. Ja, dann wird das wieder drei Rennen werden. Also morgen zwei. Dann drei. Und dann haben wir den Italien-Dings. Dann haben wir hier nochmal drei. Bevor wir dann zur Amateur-Trophy gehen. Gut. Dann machen wir morgen mit der Scotland Open. Oder mit den Scotland Open weiter. Bis dahin und tschüss.